Im Video gestern habe ich Sie eingeladen, Kommentare abzugeben, wie Sie die weitere Entwicklung des deutschen synodalen Weges sehen. Was meinen Sie, was jetzt passieren wird nach der Erklärung des Vatikans mit einer sehr scharfen Kritik am deutschen synodalen Weg? Es gab wirklich sehr viele Kommentare. Ich überlege, einige Videos dazu zu machen, denn die Kommentare sind wirklich sehr mannigfaltig. Ich werde sie versuchen zu gruppieren und vielleicht irgendwie ein bisschen so zu kommentieren. Aber dieselbe Überlegung machen sich auch die Synodalen selbst, also die Teilnehmer des synodalen Weges und gerade die reformistischen Milieus, die sagen sich, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem synodalen Weg, wo wir so einen starken Gegenwind aus dem Vatikan kommen. Und diejenigen, die eine sehr klare Position haben, sind diejenigen, die sagen, der synodale Weg ist im Grunde genommen ein Anstifter. Der synodale Weg soll den Anstoß geben für eine Weltrevolution der gesamten Weltkirche. Und das sagen sie auch genau so, wie ich es hier auch sage. Ja, das ist hier ein Artikel in katholisch.de. Dogmatik rein Knob, ich habe sie sogar schon mal in einem Video kommentiert. Synodaler Weg ist Vordenker für die Weltkirche. Sie hat sich schon mal geäußert in irgendwo und das wurde auch kommentiert in katholisch.de und etc. Ich habe das auch kommentiert in diesem Kanal. Und sie hat gesagt, im Grunde genommen mit dieser Erklärung ändert sich überhaupt nichts, denn es geht darum, eigentlich eine Diskussion zu entfachen. Ja, es geht darum, eigentlich über eine Diskussion, eigentlich die innere Kultur innerhalb der Kirche zu verändern. Das heißt, das innere Verständnis dessen, was katholisch ist, es ist völlig egal, im Grunde genommen, welche Beschlüsse am Ende getroffen werden, ob sie überhaupt irgendwie eine Anwendung oder haben oder nicht. Im Grunde genommen, das Wichtige eigentlich für Sie, für diese Dogmatikerin aus Erfurt, ja, ist, dass diese ganzen Debatten angestoßen wird. Und diese ganzen Debatten haben einen Zerstörungspotenzial, weil sie im Grunde genommen das Lehramt zersetzen, dekonstruieren, atomisieren und viele Menschen wissen dann am Ende gar nicht, wofür steht die katholische Kirche, ist es völlig egal. Ich kann glauben, was ich will. Ich kann die Moral praktizieren, die ich will. Es gibt nichts mehr Verbindliches. Ja, und damit hätte man praktisch die traditionelle katholische Kirche, also das katholische Lehramt, den katholischen Glauben im Grunde de facto demoliert. Und das würde, also das Katholische wäre sozusagen etwas, was in verstaubten Büchern deponiert wird, aber das Leben der Leute hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist offensichtlich die Vorstellung von einigen Leuten. Und sie argumentiert hier in einem Vortrag in Salzburg bei einer Universitätsveranstaltung, einer Art Kongress. Sie sagt hier, und ich lese jetzt vor aus katholisch.de, die Erfurter Dogmatikerin Julia Knopp sieht den synodalen Weg für die Weltkirche als Vordenker darüber, was es heute Kirche zu sein. Das heißt, es ist wirklich ganz klar. Also ich finde es erstaunlich, wie klar das Ganze formuliert ist. Das heißt, der synodale Weg will im Grunde genommen die Kirche gestalten. Einige Leute des synodalen Weges sagen, worum es uns geht, ist weder ein Sonderweg, ist es keine Nationalkirche. Wir müssen zusehen, dass die Missbrauchskrise in Deutschland überwunden wird, dass diese Missbräuche sich nicht wiederholen. Also hier ist es ganz klar. Hier geht es darum, ja, dass der synodale Weg für die Weltkirche, also für die gesamte Kirche, ein Vordenker ist. Und zwar, wie die Kirche heute aussehen sollte. Und das hat natürlich ganz klar Implikationen im Lehramt, im Glauben, in der Moral, etc., etc., die ganzen Dinge, die wir hier schon sehr oft besprochen haben. Und das sagt sie, warum sie das behauptet und wie sie das belegt, ist, weil jetzt die ganzen Rückflüsse, die kommen für die Weltsynode, zum Teil auch Elemente des synodalen Weges in Deutschland enthalten. Und so sagt sie, eben jene Themen aufgreifen, die auch den synodalen Weg bewegten und die lange Zeit tabu waren in der Kirche. Die Amtsfrage, die Machtfrage, die Sexualmoral und das Frauenthema. Das sind exakt die Themen, die in den sogenannten synodalen Foren enthalten sind und die Position beinhalten, die ganz klar antikatholisch sind und sich ganz klar gegen das Lehramt richten. Und sie freut sich, diese Dame, dass diese Dinge im Grunde genommen jetzt woanders auch der Fall sind. Es ist natürlich richtig, das wusste natürlich jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Weltkirche, dass natürlich das, was die Deutschen sagen, nicht so
das sind nicht nur die Deutschen, also dieses Frauenpriestertum zum Beispiel, oder dass die ganze Sexualmoral verändert wird. Das sind ja alte Positionen eigentlich des Progressismus seit 50 Jahren. Aber es ist in keinem anderen Land, werden diese Positionen so militant vorgetragen, wie das in Deutschland ist, und auch so stark mit dem Anspruch, dass man die bestehende Lehre ändern will. Ja, das heißt, dieser revolutionäre Impetus, der ist sehr stark in diesem linkskatholischen Milieu drin, und der will einfach an den Barrikaden, der will die Realität ändern, er will die Kirche ändern. Ich meine, das ist im Grunde die Situation, die Deutschland hat seit 500 Jahren. Das heißt, vor 500 Jahren ist im Grunde genau das passiert, was diese Professorin aus Erfurt gesagt hat. Hier wurde das Ganze entzündet und wir hatten ein riesen Lauffeuer. Ob das passieren wird, weiß ich nicht, denn wir sehen die ganzen Entwicklungen von Martin Luther, Thomas Münzer etc. etc. Das war natürlich eine Stimmung damals, die wirklich explosiv war. Das heißt, die haben das sozusagen in Gang gesetzt und das war wirklich wie ein Lauffeuer. Da entstand wirklich eine Revolution, die wirklich große Landschaften mit sich gezogen hat. Wir sehen diese Elektrizität, dieses Mitreißende, ja, dass die Massen jetzt mitmachen eigentlich an dieser Weltrevolution, das sehen wir zurzeit nicht. Ja, und aus anderen Ländern kommen relativ bescheidene Geschichten. Die Anzahl von Leuten, die sich an diesen ganzen Umfragen in den anderen Ländern, Luxemburg, Belgien und so, das ist wirklich winzig klein. Also selbst in Ländern, in katholischen Ländern wie Spanien, also das sind Prozentsätze, die wirklich kaum der Rede wert sind. Ja? Also wir sehen hier keine Massenbewegung. Aber jedenfalls ist es interessant, dass sie den Anspruch hatte, ja, Deutschland hat eine Revolution auf der Weltebene. Das sind die Worte, die ich benutze, Revolution. Ja, aber sie sagt, Deutschland hat sozusagen, ist die Zündschnur für diese ganze Entwicklung. Und deshalb sagt sie, wir sind gar nicht nationalkirchlich. Nein, wir wollen die Weltkirche ändern. Ein nationalkirchlicher Alleingang werde durch den Synodal nicht angestrebt. Nein, wir wollen tatsächlich die ganze Kirche anzetteln. Ja? Und dann sagt sie, und dann heißt es hier in dem Artikel von katholisch.de, in den vergangenen Wochen wurden erste Rückmeldungen zum weltweiten synodalen Prozess von verschiedenen Bistümern und Bischofskonferenzen veröffentlicht. Ja, und die sind wirklich sehr negativ. Ja, das ist Luxemburg, Belgien etc. Ja, und da werden zum Teil wirklich ähnliche Forderungen gestellt. Eigentlich allerdings nicht so umfassend wie der deutsche synodale Weg und auch nicht mit dieser rabiaten Forderung. Ja, so, das heißt, die sind etwas moderater, aber sie sind eigentlich im Inhalt zum Teil wirklich sehr ähnlich. Wie gesagt, die Entwicklungen hier in Deutschland sind tatsächlich nicht völlig unterschiedlich, was wir in anderen Ländern sehen. Aber was hier diese Professorin eigentlich nicht erkennt, ist im Grunde, welche Verantwortung auf die deutsche Kirche in Deutschland fällt. Ja, wenn die deutsche Kirche in dieser Art und Weise ja eine Revolution anzettelt, die wirklich ein Angriff auf die katholische Kirche ist. Ja? Also das ist einfach eine unglaubliche Angelegenheit. Und das sagt sie in einer völlig professoralen und wissenschaftlichen Attitüde wohl. Sie sagt sich, okay, das ist nichts daran schlimm. Es ist irrsinnig schlimm, weil was wir haben, ist, dass wieder von Deutschland ein Angriff auf den katholischen Glauben ausgeht. Ja? Also irgendetwas ist in der Mentalität von gewissen Deutschen, ich werde nicht alle bei allen so, aber bei vielen ist irgendetwas, dass sie partout nicht akzeptieren können, dass die Kirche, dass die katholische Kirche so ist, wie sie ist, und zwar seitdem sie vom Heiland und unserem Herrn Jesus Christus so gegründet worden ist. Die haben ein Riesenproblem und da ist einfach dieser Hang, wir müssen diese Kirche ändern. Ja? Und jetzt ist dieser ganze Missbrauchsskandal im Grunde genommen ein Vorwand, um das zu machen. Das ist nichts anderes als ein Missbrauch des Missbrauchs. Und einmal wieder wollen Deutsche im Grunde genommen, dass das, was die hier denken in diesen Universitäten und in diesem Synodalen Weg, dass das eine Anwendung hat auf der ganzen Weltkirche. Das ist wirklich schlimm, dass das wieder von Deutschland aus passiert. Vielen Dank.